Was geht ab, liebe Sportsfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Verlängerung, Leute. Haaland ist eventuell auf dem Weg zu Manchester City, denn ja, Manchester City will im Sommer Haaland verpflichten. Der BVB-Superstar soll nämlich ganz oben auf der Wunschliste stehen. Und ja, da stellt sich die Frage, ob sich da ein Blockbuster-Transfer anbahnen könnte. Denn laut der Sports Mail wird der Vorstandsvorsitzende von Manchester City in diesem Sommer einen Megastürmer verpflichten und damit den Abgang von Clublegende Sergio Aguero kompensieren, welcher ja nun schon zu Barcelona gewechselt ist, dort die Medizinchecks gemacht hat und vieles, vieles mehr. Und ja, das schwor der Unternehmer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auf jeden Fall. Wir verlieren mit Sergio eine Legende. Das sind große Fußstapfen. Aber ich bin mir sicher, dass wir einen guten Nachfolger für ihn finden werden, sagte der Boss auf jeden Fall. Laut Informationen der britischen Zeitung sind Tottenhams Harry Kane und Dortmunds Erling Haaland die beiden Kandidaten bei den Sky Blues für das Sturmzentrum. In einer Ansprache am Ende der Saison habe Khaldun gewarnt, sich nach der englischen Meisterschaft nicht auf den Lorbeeren auszuruhen. Aus diesem Grund möchte der City-Boss offenbar erneut viel Geld investieren, um die Qualität im Kader weiterhin zu erhöhen. Wir werden auf ein paar Schlüssel Position Qualität in den Kader bringen. Eines der Dinge, die ich über die Jahre gelernt habe, ist, dass man ständig neue Talente in die Mannschaft bringen muss. Auffrischen, besonders wenn man auf einem hohen Niveau ist, wenn man an der Spitze steht. Und dann wird Al-Mubarak von der Sports Mail so zitiert, dass er, wie gesagt, auf jeden Fall die Pläne hat, Haaland ja einfach zu verpflichten für Man City. Normalerweise sollte er eigentlich bei Dortmund bleiben, denn er sagt, er hat einen Vertrag über einige Jahre und er respektiert seinen Vertrag bei Borussia Dortmund. Deshalb bin ich sehr gespannt. Mbappé wird er vielleicht zu Real wechseln, vielleicht will Haaland dann ein Jahr später auch zu Real wechseln. Also Real ist ja schon seine, ja, Traummannschaft, kann man schon so sagen. Insofern, eure Meinung dazu würde mich sehr interessieren. Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns bei der nächsten Verlängerung.